Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. In der letzten Folge hatten wir ja so gesagt ein bisschen Probleme, wie gesagt, mit dem Drogenboot. Das entschuldige ich mich noch ein bisschen. Aber wie gesagt, kein Problem, habe ich schon immer gesagt. So, dann wollen wir auch mal weiter. Eine schöne Karre haben wir hier. Los geht's. Ja, wie gesagt, zum Thema meinen Projekten gehen noch alle gut weiter. Da ist kein Problem, wegen... Ich habe noch gut vorgesorgt, also auch wenn demnächst Arbeiten oder so Sachen bevorstehen, mir werden auf jeden Fall Folgen kommen. Deshalb wird viel vorproduziert schon in dem Zeitraum, damit auch Folgen in einen Kasten finden. So, dann gehen wir weiter. Ja, ich sag's immer noch, kein Pokémon-Gaming. Wir geben uns Mühe. Das schleudert starker aus als bei GTA. Ja, da wollte ich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen wahrscheinlich demnächst auch mal mit der GTA die nächste meinen Kanal zurückholen. Wann das ist, weiß ich nicht. Kann sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, weil, so gesagt, GTA, ja, momentan so ein Let's Play ist das momentan ja sehr viele Kritikpunkte momentan auf meinem Kanal. Deshalb will ich mal gucken. Wie gesagt, mein Autokarriere wurde ja auch schon ziemlich runtergehatet und. Deshalb will ich demnächst ja auch mal gucken, dass ich den nächsten paar andere Sachen irgendwie hinkriege, irgendwie neues Display oder irgendwas anderes. Wir lassen uns das einfach. Aber demnächst gibt es dann wieder GTA, vielleicht mit Livestreams und. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich bin ein bisschen leiser heute, weil ich habe mir die Stimme in den letzten Folgen schon aus dem Hals geschrieben. Nicht bei Ghost Recon, das ist bei einem anderen Projekt. So. Oh, das sieht nach Spaß aus. Alles klar. Das wollen wir uns aber erstmal angucken. Momente, ich habe wieder was vergessen, Leute. Der Timer. Ein Moment. Geht gleich los. Einmal vergesse ich auch immer wieder, auch in LS habe ich den heute diesmal Mal vergessen. Die Drohne ist oben. Tango markiert, aber das ist auch ein Zivilist. Wegen einer Waffenkiste. Oh. Wir sind direkt bei der Mission. Okay, Leute. Das sieht nach Spaß aus. Der patrouilliert. Konzentrieren hier ein bisschen heute. Doofe Idee, wenn ich jetzt hier ausschalte. Da ist noch ein Tango. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Keiner ist aufmerksam geworden, Leute. Container, siehst du? Okay. Den haben wir. Gib ja, Zeichen. Liegeschütze. Los dahin. Verstanden. Dann schalten wir den da aus, damit er uns kein Problem macht. Mal gucken. Okay, sieht gut aus.
Direkt bei einer Hauptmission. Hm? Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Wir gehen taktisch voran. Wir versuchen es. Das war knapp. Ja, gut. Was denn verbrauchen wir noch? Munition nehmen. Gut. Ich sehe einen Narko bei dem Container. Okay. Tango ist bestätigt. Ja, bereit zum Angriff. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Auf deinen Befehl. Wir müssen auf jeden Fall in diese Fabrik da. Plus Waffenteile. Okay, das ist gut. Mein Ziel ist weg. Sieht alles in Regel, alles perfekt in Regel. Knifflig. Sehr knifflig, Leute. Darüber. Roger. Ah, okay, ist gut. Da ist ein Sicario. Wo hast du sie? In Position. Da drüben, bei der Kiste mit den Funkgeräten. Welche Idioten waren das denn jetzt schon wieder? Okay. Okay, Leute. Kommen wir mal wieder alle. Neben dem Container. Gesehen. Suche Deckung, los! Alter, was ist der? Ah,
Okay, okay, rückwärts. Ja, scheiße. Okay, Leute, okay. Ganz ruhig bleiben. Hab die Ziele, bereit zum Angriff. Gib Zeichen. Ja. Vogel, aufpassen. Die Unidad-Typen stehen. Ey, yup. Okay, okay. Oh, es geht da schon wieder los, wir haben einen Krieg, Leute. Sind dann blanke Raffinier da? Okay. Weiter einfach vor, Leute. Oh, ist ein Thema. Aber ich würde mal sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Vantado LP.